Herzlich willkommen, liebe Freunde, Freundinnen, Mitstreiter, Mitstreiterinnen. Und jeder, der zu spät kommt, ist genauso herzlich willkommen. Zu spät kommen gibt es bei mir nicht, weil das war ja meine größte und wichtigste Disziplin. Vorweg, der Satz wird zwar Jean Monnet zugesprochen, laut Monet-Stiftung stammt aber gar nicht von Jean Monnet, sondern von Jacques Lang, damals war er Kulturminister, der Jean Monnet gesagt hätte, Sie sollten, wenn Sie noch einmal beginnen, mit der Kultur anfangen. Nur damit man nicht glaubt, wir verschwenden hier falsche Zitate, aber es wird immer noch Jean Monnet zugesprochen. Also noch einmal herzlich willkommen. Ja, eigentlich fing alles mit einer Initiative im November 2003 an. Eine Initiative in Kooperation mit dem Filmarchiv, dem Metro-Kino, Judith und Ralf Wieser, After Image Productions, allen Botschaften, diversen Filmfestivals und Filmverbänden der damaligen Beitrittsländer, dem Dachverband der Filmschaffenden, dem Produzentenverband, dem Filmfonds Wien, dem Österreichischen Filminstitut, der Wirtschaftskammer, der Industriellen Vereinigung, dem Bundesministerium für Auswärtige Angelegenheit, damals noch ohne europäische, nur auswärtige. Und sie stand unter der Schirmherrschaft von Emil Brix, dem damaligen Leiter der kulturpolitischen Sektion im Bundesministerium für europäische und internationale Angelegenheiten. In dieser Woche der Initiative gab es Filme aus den damaligen Beitrittsländern und ein hochkarätiges zweitägiges Symposium zur Erweiterung im Allgemeinen und zur Kultur im Speziellen. Und daraus entwickelte sich die erste Vienna Declaration. Allen Teilnehmerinnen damals war bewusst, dass Kulturpolitik weit mehr als Förderpolitik ist, vielmehr gesellschaftspolitische Relevanz hat und dass Kunst und Kultur geeignete Rahmenbedingungen brauchen, die nun mal in Brüssel beschlossen werden. Zentrale Themen waren einerseits die Rundfunkanstalten als vierte Säule der Demokratie und als die Plattform für Kunst und Kultur und den kulturellen Austausch zwischen den Mitgliedsländern. Andererseits die Herausforderungen durch die Digitalisierung und last but not least, mein Steckenpferd, das Urheberrecht mit allen dazugehörigen Details. Der Bedarf solcher Zusammenkünfte wie damals im November 2003 im Metro-Kino, abseits des Brüsseler und Straßburger Alltags, abseits von akuten Anlässen, ein Space zum Nachdenken, zum Austausch ohne Zeitdruck, eine Möglichkeit, Hindernisse, nicht nur sprachliche, zu überwinden und zusammenzuarbeiten. Diese Notwendigkeit wurde mir erstmals im November 2003 so richtig bewusst. Das war die eine Seite. Andererseits wollte ich diesen unglaublichen Schatz an Expertise, die ich in Brüssel erfahren habe, nicht einfach in Brüssel liegen lassen, sondern damit der heimischen Kreativbranche dienen. Wir gründeten EUXXL Film. XXL, nein, da ging es nicht um Konfektionsgröße, sondern es sollte den Erweiterungswillen signalisieren. Und Film, doch in fast allen Sprachen der EU verständlich, signalisierte unseren Fokus. Es geht um Kunst und Kultur. Unsere Veranstaltungen waren die ersten regelmäßig stattfindenden kulturpolitischen Treffen mit allen europäischen Verbänden aus dem kulturellen Sektor zusammen mit der europäischen Kreativwirtschaft. Und es war von Anfang an alle Kunstsparten dabei. Aus den unzähligen Expertinnenrunden, Dialogen zwischen den einzelnen Branchen, den Foren und Schnittstellen wuchs ein unglaublich großes und ebenso tolles Netzwerk. Kooperation war das magische Wort. Und einiges konnte auch gemeinsam wirklich bewirkt werden. Aus diesem fantastischen Netzwerk, ebenso wie aus dem Team von EUXXL, wurden regelmäßig ExpertInnen ins EU-Parlament oder in die Europäische Kommission geladen, um kompetente Informationen zu vermitteln.
EUXXL-Film hat nicht nur ausschließlich auf Bedürfnisse in der Branche reagiert, sondern setzte auch Themen. Auf unsere letzten beiden Themen dürfen wir sehr stolz sein. 2018 platzierten wir das Thema Solo-Selbstständige in Brüssel und es hat bereits zu den ersten Verordnungen geführt. Und 2023 unterstützten wir die Gründung der UVA, United Voice Artists, ein Zusammenschluss innerhalb von 8 Wochen, begonnen mit dem österreichischen SprecherInnenverband, gemeinsam mit den Kollegen aus Deutschland und der Schweiz. Binnen 8 Wochen waren wir ein Weltverband und wir haben sie so weit unterstützt, dass die UVA in der ersten Reihe sitzt in Brüssel, wenn es um Verhandlungen, vor allem letztens, über die KI geht. Ha, Ursula Sedlacek, herzlich willkommen. Da kommst du gerade richtig, weil ich mich gerade bedanken möchte bei allen UnterstützerInnen, die uns jahrelang inhaltlich, organisatorisch und finanziell begleitet haben. Wir haben Themen gesetzt und wir haben auch andere Projekte entwickelt. Kimmig zum Beispiel, unser Medienkompetenzprojekt, oder 2005, in der Saison 2005-06, begannen wir mit unserem Wanderkino, das unglaublich erfolgreich ist. Das werden wir auch weiterführen. Also EUXXL verschwindet nicht ganz von der Plattform, denn diese erfolgreiche Institution, dass europäische Filme mit sehr viel österreichischem Anteil durch die Dörfer wandert, wo es wenig bis gar nichts an kulturellen Events gibt, ist unverzichtbar, meiner Meinung nach. Also ein Danke an alle, die uns unterstützt haben auf den unterschiedlichsten Ebenen und die es geschafft haben, über die Sektoren hinweg zusammenzuarbeiten. Beispielhaft die treue Unterstützung der verschiedenen Verwertungsgesellschaften sei stellvertretend für die vielen genannt. Die Arbeit mit und für EUXXL, die hat niemandem einen Red Carpet geboten. Niemand von uns stand im Rampenlicht und niemand von uns wurde reich. Es ist eine mühsame und oft undankbare Arbeit. Es war ein spannender wie steiniger Weg. Danke an alle, die heute hier sind. Danke an alle, die so liebevoll und respektvoll geschrieben haben, die heute nicht hier sein können. Ich möchte mich aber jetzt ganz besonders beim Team bedanken, das ein bisschen wechselnd war in diesen 20 Jahren. Dienstälteste und gleichzeitig die Projektleiterin unseres Wanderkinos und sie hat es zum Erfolg gebracht. Danke, Banu Mukai. Andrea Hoema, die sehr gern heute dabei gewesen wäre, ist die leider aus persönlichen Gründen heute nicht kommen kann. Sie ist die Co-Gründerin und war die erste Geschäftsführerin von EUXXL. Ich hätte mich nie getraut, dieses Experiment alleine zu machen. Sie war die beste Partnerin, um zu starten. Gefolgt von Margit Höller, sie leitet jetzt das Sekretariat des Österreichischen Komponistenbundes, Yvonne Gimpel, die von EUXXL, wo sie sehr früh ihr Verhandlungstalent an den Tag legen konnte, wechselte zu UNESCO und ist jetzt Geschäftsführerin der IG Kulturen. Heinz Ganser, mit ihm entwickelten wir Kimmig, unser Medienkompetenzprojekt, er ist jetzt Assistent an der Medienuni. Zora Bachmann, sie hat die Schnittstelle nach vorne gepusht und ist jetzt Geschäftsführerin des Dachverbandes der Filmschaffenden. Ein Urgestein in der Szenerie, sowohl im kreativen Bereich wie im politischen, Kurt Bratzter, der schon bei der Vienna Declaration dabei war, mit dem ich vor EUXXL, währenddessen und auch danach wunderschöne kreative Zusammenarbeit auch genießen durfte. Danke. Und last but not least, jene Frau, die dann nach Andrea Hoema gekommen ist und EUXXL unglaublich vorangetrieben hat. Sie ist eine meiner besten Freundinnen, das war sie schon vorher und ich hatte Angst, die Freundschaft könnte durch diese Arbeit vielleicht ein bisschen leiden. Hat sie aber nicht. Sie ist in jedem
der Dinge, die für mich prioritär sind in meinem Leben, eine Weggefährtin gewesen, das ist sie weiterhin. Und sie weiß es, wenn ich jetzt sage, ein Stichwort, manche von euch werden sich noch erinnern, oh, jetzt kommt Maria und Maria. Danke, Katharina Albrecht. Seit 2010 hatten wir an unserer Seite nicht nur eine fantastische juristische Beratung, sondern er ist auch ein Filmlexikon auf zwei Beinen. Ich danke dir, Paul Seyerts. Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich kann mich noch sehr genau erinnern, in diesem Raum fand im Jahr 2018, und die Mercedes hat das ja schon erwähnt, eine Konferenz statt, die hat geheißen Vienna Documents. Und das erste Mal bei dieser Konferenz ist es gelungen, Filmschaffende aus allen Bereichen, aus allen Gewerken, aus allen Teilen Europas zu versammeln, hier in diesem Raum und nachher noch in etlichen anderen Zimmern, wo man sich zusammengefunden hat. Und wir haben uns unterhalten über die Arbeitsbedingungen des Filmschaffens. Und da habe ich zum ersten Mal mitgekriegt, was für eine Wirkmächtigkeit eigentlich EUXXL hat. Und es gab ja auch dann, die Mercedes hat das nur so bescheiden gesagt, es hat ja dann auch zwei Termine im EU-Parlament gegeben, wo wir eingeladen wurden, zusammen mit den Dachverbänden für Kamera, Regie, Schnitt und Ausstattung, all das vorzubringen. Und ein Ergebnis, und das kann man schon sagen, dieser Dinge, die wir da vorgebracht haben, war jene EU-Guideline zum Thema Solo-Selbstständige, Collective Bargaining for Self-Employed. Wir waren nicht die Einzigen, aber wir haben es mitbewirkt. Und das ging nur, weil eben hier eine Frau, die Mercedes, eine Vision hatte. Und ich würde sagen, die Mercedes sehe ich als eine Visionärin. Und ich bin immer der Ansicht, Visionäre sind die wahren Realistinnen in diesem Fall. Weil da passiert nämlich etwas. Wenn man keine Vision hat, passiert nichts. Aber hier in diesen 20 Jahren ist tatsächlich viel passiert. Und wenn man sich jetzt das alles anschaut, was EUXXL ausmacht, also das bereits genannte Wanderkino, das Bahnhof so wunderbar betreibt, dann gibt es, ich habe einmal geschaut, circa 100 Projekte, die EUXXL durchgeführt hat. 50 Schuhe fix. Podcasts, die Mercedes mit so vielen interessanten Persönlichkeiten geführt hat, die noch abrufbar sind, Gott sei Dank. Dann gab es die Schnittstelle Film, die von der Zora Bachmann so fantastisch geleitet wurde, wo wir auch damals eben dieses Thema der Arbeit, der Thema der fairen Bezahlung untergebracht haben, wunderbar. Und dann natürlich gab es Veranstaltungen zum Urheberrecht, Solo-Selbstständigkeit, Arbeitsbedingungen und jetzt zum Schluss gab es noch eine fantastische Veranstaltung in der MDW zur KI, wo ich das Gefühl hatte, wo es zum ersten Mal wirklich passiert ist, dass Künstlerinnen sich klar waren, was KI tatsächlich für sie bedeutet. Also diese Veranstaltung, glaube ich, hat auch ein bisschen das Bewusstsein in diesem Land getriggert, dass gerade was KI betrifft, von der Politik nicht unbedingt sehr hoch entwickelt ist. Und dazu muss man sagen, EUXXL, und ich habe die letzten 3 oder 4 Jahre, durfte ich mitarbeiten, das Schöne an EUXXL ist, dass es aus lauter wertvollen Menschen besteht, die alle ein Commitment haben, die nicht auf ihre eigenen Vorteile schauen, sondern die sich wirklich einsetzen für andere. Ja? Und natürlich muss man dazu sagen, da gibt es das Dreigestirn, sage ich, Mercedes, Katar, Banu, Powerfrauen. Ja? Aber es gibt, wie gesagt, auch den Paul, der ganz bescheiden, aber wenn irgendjemand Recherche macht, also der Paul kann recherchieren, wie viel Tassen Kaffee an einem Freitag im EU-Parlament getrunken werden. Das schafft er. Und dann haben wir auch den Patrick, der sozusagen immer erreichbar ist und der auch diese Sache hier organisiert hat. Und ich muss dazu sagen, ich weiß, dass auch vorher die genannt wurden, das waren alles wirklich wertvolle Menschen, die sich voll eingesetzt haben und die heutzutage wirklich ja, an, sagen wir mal, 1, 2, 3 Händen abzuzählen sind. Es ist wirklich ganz toll, dass ich auch mit diesen Menschen zusammenarbeiten durfte. Hier muss ich allerdings etwas sagen. Es ist für mich eigentlich sehr traurig, wenn ich sage,
das alles, mit Ausnahme des Wanderkinos, soll es einfach nicht mehr geben. Und da muss ich eines bitte, das muss ich hier sagen, es war meiner Ansicht nach ein großer Fehler, EOXXL nicht die gebotenen finanziellen Mittel zu geben. Denn die Expertise, die wird schmerzlich fehlen. Ja? Es ist ein Erfahrungsschatz, den wir dringend brauchen. Ohne Europa geht heute nichts mehr. Das hat die Mercedes ganz deutlich gesagt. Und ich habe, und es wird der Dachverband hier einiges weiterführen müssen, aufbauend auf diesem riesen Erfahrungsschatz. Und da meine Bitte an alle, die das betrifft, bitte statten Sie den Dachverband auch mit den entsprechenden finanziellen Mitteln aus. Er wird es dringend brauchen, weil das, die Latte ist jetzt von der Mercedes sehr hoch gehängt und das darf nicht verkümmern, muss ich ganz deutlich sagen. Ja, und jetzt würde ich vorschlagen, dass ich mir mal über die Mercedes spreche, weil die ja sozusagen, ich sage mal, ich habe gesagt Visionärin, sie ist auch Spiritus Rector hinter dem Ganzen, wobei ich habe kein Wort zum Gendern gefunden, Spiritus Rector, also Schöpfergeist, gefällt mir eigentlich ganz gut. Sie war EU-Abgeordnete und sie hat, das hat sie auch nur ganz bescheiden angedeutet, aber es ist ihr Verdienst, dass das EU-Parlament sich entscheidend mit dem Urheberrecht auseinandergesetzt hat. Also die Kunst- und Kulturschaffenden dieses Landes wissen es nicht, aber sie verdanken Mercedes sehr, sehr viel. Und das muss hier einmal ganz eindeutig gesagt werden. Ja, das ist... Und es gibt so viele Dinge auch, die sie sozusagen bedacht hat in ihrer Vision. Ja? Zum Beispiel, wie wichtig es ist, gerade jetzt, dass wir diese Gräben, die da noch immer gibt, zwischen, ich sage einmal, die bösen Produzentinnen und die armen Filmschaffenden, dass wir uns da mal überlegen, was das heute noch bedeutet. Im Gegenteil, wir sind heute alle in einem Boot. Und sie hat es uns klar gemacht, durch ihr Europa-Engagement, dass wir sowohl die Produzentinnen als auch die Filmschaffenden und die Kulturschaffenden gemeinsam uns gegen die stellen müssen, die das dominieren. Die großen Amazon, und ihr kennt das ja eh alle, und die Fernsehanstalten, für die müssen wir gemeinsam eintreten. Das heißt, hier sind wir Produzentinnen, und ich sage das ganz bewusst, weil ich habe die Erfahrung gemacht, dass es vor allem Frauen sind, die das am ersten begreifen. Wir müssen hier gemeinsam etwas auf die Beine stellen. Und dann ist auch ein wichtiger Satz, den sie auch verkörpert, Kulturpolitik ist die Basis für eine gelingende Sozialpolitik. Das ist ein Ausspruch gewesen, den der Fritz Sinowatz getätigt hat, einer der tollsten Kunst- und Kulturminister, die es je gegeben hat. Und es ist ein wichtiger Satz auch in dieser ganzen Initiative, wir brauchen eine soziale EU, ist keine Frage. Aber der erste Schritt in eine soziale EU ist eine EU der kulturellen Vielfalt. Und die müssen wir schaffen. Ja, und jetzt vielleicht zu dir, Mercedes, nochmal. Du bist eine großartige Kämpferin. Und ich denke, es wird dir jetzt nicht fad werden. Da bin ich ganz, ganz sicher. Es wird einem nämlich schwindlig, wenn man beschreibt, was dich ausmacht. Also mit der Visionärin, das habe ich schon gesagt, aber du bist eine fantastische Schauspielerin, Sängerin, Tänzerin, Regisseurin, erfolgreiche Verlegerin und Autorin und gefragte Moderatorin. Und ich träume mich, das zu sagen, du bist so etwas wie the Austrian Voice of Culture. Denn wenn man Kultur einschaltet im Fernsehen, hört man Mercedes Echo. Große Freude immer wieder. Ich darf vielleicht auf persönliche Dinge eingehen, die ich mit dir erlebt habe. Und zwar war das die Theateraufführung von Karriere. Das war etwas, liebe Freunde, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Da stand die Mercedes im Stadttheater alleine auf der Bühne mit einem Koffer und hat bitte 32 Rollen gespielt. Ich habe mir das gedacht, das gibt es ja nicht. Ich habe mir gedacht, wo stehen die anderen? Nein, sie war das alleine und das war eine so tolle Leistung, dass uns allen der Mund offen geblieben ist. Also da habe ich verstanden, was sie für eine großartige Schauspielerin ist. Und vor einigen Tagen war ich mit meiner Frau und Freunden in
Villach und dort haben wir uns angesehen, bis nächsten Freitag von Peter Turene in einer Inszenierung von Mercedes Echerer. Und ich muss sagen, ich kann allen empfehlen, nach Villach zu fahren, es zahlt sich aus. Es war ein wunderschöner Theaterabend, wie sie mit den Worten, mit den Texten von Turini umgeht, wie sie das sozusagen zum Teil filmisch einsetzt und umsetzt, ist eine ganz, ganz tolle Sache. Ja, und dazu muss ich sagen, es gibt für all das einen gemeinsamen Nenner, was die Mercedes betrifft. Mercedes, du bist eine Frau von Haltung, auch nicht sehr oft in der heutigen Kunst- und Kulturszene, aber bei dir trifft das vollkommen zu. Und ich muss da sagen, wir kennen uns jetzt schon einige Jahre. Ich finde, diese Freundschaft ist etwas ganz, ganz Tolles. Ich empfinde sie auch als Auszeichnung. Und ich darf vielleicht kurz einmal Viktor Frankl zitieren. Viktor Frankl sagt, begegne einem Menschen nie so, wie er ist, sondern immer so, wie er sein sollte. Bei dir geht es nicht, weil du bist so, wie du sein solltest. Und das ist ein großes Geschenk für uns. Mercedes, wir lieben dich. So, geschätzte Damen und Herren, geschätzte Kolleginnen, mein Name ist Klaus Muhr. Ich habe das erst vor kurzem erfahren, dass der Vorstandsvorsitzende vom Dachverband der Filmschaffenden, Markus Schleinzer, krank ist. Und ich darf ihn vertreten. Ich bin auch Teil des Vorsitzkollektivs des Dachverbandes und bitte um Entschuldigung, dass ich hin und wieder mein Handy in die Hand nehme. Ich bin erst vor einer Viertelstunde aus dem Zug gehüpft. Wir verdanken EU XXL und besonders Mercedes Echerer einen sehr großen und sehr wichtigen Beitrag zum europäischen Bewusstsein von uns Filmschaffenden. Die sehr komplexen Wege der unterschiedlichen europäischen Institutionen bedürfen einer kontinuierlichen Arbeit an Informationseinholung, Prüfung und Weitergabe. Kurzum, einer verständlichen Aufarbeitung für die heimische, für unsere Filmbranche. Nur so konnten sich Verbände wie der Dachverband der österreichischen Filmschaffenden und seine einzelnen 17 Mitgliedsverbände, mittlerweile 17 Mitgliedsverbände, gezielt in den politischen Prozess auf europäischer Ebene einbringen. Um es in aller Kürze und Klarheit zu sagen, EU XXL war und ist für den Dachverband der Filmschaffenden ein essentiell wichtiger Partner. Und die Expertise, der Austausch und das Aufbereiten von Informationen werden in unserer Arbeit eine Lücke hinterlassen. Wir verdanken Mercedes Echerer sehr, sehr viel. Ein Stück weit auch unsere Geschäftsführerin, die Sarah Bachmann, die immer wieder von der spannenden Arbeit in Brüssel erzählt und wie viel sie von Mercedes gelernt hat. Sie schätzt heute noch das faire und respektvolle Arbeitsklima und die menschliche Qualität von Mercedes. Mir bleibt nun im Namen des gesamten Dachverbandes der österreichischen Filmschaffenden Mercedes Echerer auf ihrem weiteren Weg das Allerbeste zu wünschen und Dankeschön zu sagen. Liebe Mercedes, da steht Jubiläum und Abschied. Jubiläum feiern wir heute. Abschied weigere ich mich zu feiern, weil für mich ist es keinesfalls ein Abschied, sondern ein Abschied ist meistens ein Anfang von was Neuem. Und ich gehe davon aus, dass du uns erhalten bleibst und wir auch weiterhin auf deine langjährige Erfahrung und Expertise zurückgreifen dürfen. Das hoffe ich ganz stark. Ich habe nichts vorbereitet, aber habe mir gedacht, am Weg her, ich überlege mir, was ich mit dir verbinde. Und da bin ich drauf gekommen, ich habe dich schon kennengelernt, noch bevor ich dich persönlich kennenlernen durfte oder persönlich erlebt. Da war ich 10 Jahre alt und ich gebe es zu, ich war 5-mal in Cats. Das war damals so. Also, und ich habe dann später drauf kommen dürfen. Also ich habe 2 Sachen geliebt, das war der McCavity, der böse Kater, und Mango Cherry und Rumpelteazer, die 2 spielerischen Katzen. Und die Mercedes hat mir irgendwann einmal vor ein paar Jahren erzählt, dass sie damals Mango Cherry, stimmt das? Der andere was gespielt hat. Und ich war also quasi schon damals ein Fan von dir, ohne dass ich dich gekannt habe. Das war die erste Begegnung. Die zweite Begegnung war bei meinem Studium. Da ist immer dieser ominöse Echerer-Report, hat das geheißen, herumgegeistert.
der auch heute noch in diesen gelben bekannten Manns-Kommentaren von Dr. Walter aufscheint. Also dein Name ist Teil der urheberrechtlichen Literatur und du bist mir damals untergekommen, wo es gerade um die Umsetzung der Inforichtlinie ins österreichische Recht gegangen ist, das erste Anpassen des Urheberrechts ans Informationszeitalter. Und da war ja die Mercedes als Abgeordnete der Grünen im Europäischen Parlament tätig. Und damals habe ich deinen Namen schon gekannt, ohne zu wissen, wer dahinter steckt. Ja, und dann natürlich die Kooperationen, hat der Kurt schon gesagt, das kann man nicht besser machen, als das der Kurt getan hat. Aber die vielen Schurfixes zu den spannenden, wichtigen Themen, bei denen ich immer wieder auch zu Gast sein durfte, bei Podiumsdiskussionen, dafür sei dir herzlich gedankt. Das waren tolle, wichtige Veranstaltungen, von denen die ganze Branche profitieren konnte. Einen kleinen Beitrag haben wir, glaube ich, im Jahr 2015 leisten dürfen, denn, wie Sie alle wissen, ist die Mercedes ja Professorin. Und damals kam der Kurt und hat gesagt, wir müssen da einen Professorentitel für die Mercedes beantragen beim Kunstministerium. Und da haben wir dann gemeinsam Gutachten geschrieben. Und es hat dann natürlich auch geklappt und wir haben uns gefreut, dass wir dir das verleihen konnten. Ja, Moderationen, auch dafür sei dir herzlich gedankt bei den Feiern. Wenn man nicht gewusst hat, wen nehmen wir, immer ganz klar, Mercedes hat Zeit, Mercedes steht zur Verfügung, 25 Jahre fest in der Fabrik, kann ich mich noch gut erinnern, aber auch zuletzt die Initiative Urheberrecht Österreich, die wir gegründet haben letztes Jahr. Wer hat moderiert, wer hat eingeleitet? Mercedes. Und last but not least, wenn Sie die VDFS nicht erreichen, telefonisch und im Anrufbeantworter landen, dann spricht zu Ihnen dort Mercedes Echerer. Sozusagen die Stimme im Hintergrund der VDFS bist du auch dadurch. Nein, das war's schon von meiner Seite, liebe Mercedes, vielen Dank im Namen der VDFS. Wie gesagt, ich sehe das als Neubeginn für ein neues Kapitel. Vielleicht nur ganz kurz zum Abschluss. Die sozialen und kulturellen Einrichtungen der Verwertungsgesellschaften sind nicht selbstverständlich in Österreich, aber auch in Europa. Wir haben 2014 mit Amazon gekämpft, alle Verwertungsgesellschaften, die uns sagen wollten, dass das österreichische System nicht EU-konform ist. Das hat zu großen Problemen geführt, war ein großes Bedrohungsszenario. Aktuell, nur als kleiner Hinweis, dass in Deutschland die deutschen Verwertungsgesellschaften ihre Kulturförderungen an Institutionen und Verbände komplett einstellen, aktuell. Jedenfalls die Bildkunst macht es, die VG Wort wird die nächste sein, die das in Kürze machen wird. Hintergrund ist ein Verfahren, das ein ehemaliger Bezugsberechtigter, ein aktiver Bezugsberechtigter gegen die Gesellschaften führt und in zweiter Instanz schon gewonnen hat, mit dem Argument, dass Kulturförderungen nur an die individuelle Künstler, die Mitglied sind und auch an den Themen aufkommen, gezahlt werden dürfen, aber nicht indirekt mittelbar, wie wir das seit Jahrzehnten machen in Österreich. Das ist ein gewisses Bedrohungsszenario auch für die Europäische Union, falls dieses Verfahren zum EuGH geht und der diese eigenartige Rechtsansicht äußern dürfte. Ich wollte nur sagen, das ist leider keine Selbstverständlichkeit, dass wir immer und unbeschränkt fördern können, das, was Sie auch gerne wollen. Gut, in diesem Sinne, schönen Abend noch und alles Gute, Mercedes. Liebe Mercedes, während Ihr 20 Jahre EU XXL-Film das Forum für europäische Kunst- und Kulturpolitik sowie dich, die Initiatorin und Leiterin, feiert, sitze ich im Flugzeug am Weg nach Rumänien. Leider ist bei bestem Willen ein Zwischenstopp in Wien nicht möglich. Daher auf diesem Wege, liebe Mercedes, danke für deinen Einsatz, dein Herzblut, dein vielfältiges künstlerisches wie gesellschaftspolitisches Engagement und die vielen Kämpfe, die du aus Überzeugung und der Sache wegen hartnäckig gefochten hast. EU XXL-Film,
verbindet viele deiner Talente. Es ist ein politisches Projekt. Es verbindet die Kreativlandschaft von Autoren, Regisseuren, Schauspielern mit der produzierenden Branche und der Öffentlichkeit. Wie du bist und wirkst, siehst du dich als Brückenbauerin mit einem klaren Kompass. Menschen wie du werden in Zeiten der Polarisierung, der aggressiven Konfrontation und von Schuldzuweisungen immer seltener. Danke für deine Arbeit, für die Freundschaft und Unterstützung. Schön, dass es dich gibt. Liebe Gäste, liebste Mercedes, leider kann ich heute Abend nicht mit euch feiern, doch ich lasse es mir nicht nehmen, eine kleine Laudatio auf Mercedes Echer zu halten. Wer in Österreich von Kultur- und Urheberrecht spricht, kommt an Mercedes Echer nicht vorbei. Doch wer ist der Mensch Mercedes Echer? Ich belasse es mit bei einigen Adjektiven. Elegant, brillant, klug, energiebeladen, großzügig, temperamentvoll, beharrlich, hundefernarrt. Ich könnte noch viel mehr hinzufügen. Doch nun zu Mercedes Echerer und Kultur. Sie ist ohne Zweifel ein wichtiger Teil des österreichischen Kulturbetriebes. Sie schreibt, produziert, inszeniert und führt selbst Theaterstücke auf. Sie tanzt, singt und verfasst ein Märchenbuch, moderiert im Fernsehen und vieles mehr. Sie ist einfach omnipräsent. Als ich vor vielen Jahren in Wien von EU-XXL eingeladen worden war, zappte ich abends im Hotelzimmer die Fernsehprogramme durch. Und siehe da, zur besten Sendezeit in den zwei Hauptsendern war Mercedes Echerer in der Hauptrolle zu sehen. Das hat mich tief beeindruckt. Doch jetzt zum Schluss möchte ich zum vielleicht wichtigsten Teil der Persönlichkeit von Mercedes kommen. Sie ist eine Visionärin, die unbeirrt und mutig immer wieder darauf hinweist, dass das Urheberrecht der Schlüssel der Kulturpolitik ist und dass Kreative und an der Produktion Beteiligte von ihrer Arbeit leben können müssen, damit jede Kreativität und jede Kreativwirtschaft nicht so als Schattendasein verurteilt werden und dass dieser Schutz europaweit bestehen muss. Den europaweiten Schutz der Urheberrechte und der Kreativen hat sie genial vorangetrieben. Und ich erlaube mir, Mercedes Echerer selbst zu zitieren. Als Einzelperson, als winziges Rädchen in einer irrsinnig großen Institution, einem unbeweglichen Koloss wie dem Europäischen Parlament, kann man sehr wohl etwas bewegen, wenn man will. Das trifft genau Mercedes Echerer. Ich wünsche euch allen noch ein schönes Fest und dir, Mercedes, einen super Start in neue Abenteuer. Dear Mercedes, thank you very much for your great work as an incredible artist, activist, politician and a very, very amazing human being. And I wish you all the very best and congratulations with everything you have achieved. Liebe Mercedes, leider kann ich bei deinem Fest nicht persönlich dabei sein, aber ich möchte dir auf diesem Weg für deine hervorragende Arbeit im Europäischen Parlament herzlich Danke sagen. Du hast Dinge eingebracht, die viele andere übersehen haben oder daran gar nicht gedacht haben. Die kulturpolitische Dimension des europäischen Einigungsprozesses ist eine ganz wichtige Dimension. Es ist nicht die Kompetenz der Europäischen Union, in einem großen Ausmaß in die Kulturpolitik einzugreifen. Das ist doch gut so. Sie würde zu bürokratisch sein und zu selektiv. Aber ein gemeinsames Europa ist natürlich ein Kulturprojekt. Ein Kulturprojekt besonderer Art. Und du hast dich in einem Ausmaß engagiert, wie das kaum jemand sonst getan hat. Und du hast eine Kollegin im Europäischen Parlament, die man über die Parteigrenzen hinweg sehr geschätzt hat und die ich vor allem sehr geschätzt habe, auch wenn vielleicht wir auch nicht so viel unmittelbar Kontakt gehabt haben. Aber dein Einfluss, dein Charisma, deine Ausstrahlung, die hat schon gewirkt auf viele meiner Kolleginnen und Kollegen und natürlich auch auf mich. Und dafür herzlichen Dank. Ich habe mir gewünscht, zum Abschied noch einmal eine Diskussionsrunde zu führen.
Ich darf jetzt die Herren begrüßen. Ich fange an. Boris Marthe, Geschäftsführer der Erste Stiftung, CEO. In der Mitte von den beiden Herren Paul Schmidt, Generalsekretär der Österreichischen Gesellschaft für Europapolitik. Und mir gegenüber mein ehemaliger Direktor Johannes Voggenhuber, Mitglied des Europäischen Parlaments außer Dienst. Boris, würde jetzt hier einfach einmal... Eins. Schönen guten Abend. Ja, super. Ja, es funktioniert, yeah. Nein, lass das an. Boris, die Erste Stiftung seit vielen Jahren unglaublich aktiv in Südosteuropa, jetzt auch in der Ukraine, mit Projekten, die zukunftsorientiert sind. Was passiert, wenn, wie kann man, ihr macht Projekte, die sind Hilfe zur Selbsthilfe. Ihr seid beispielhaft mit euren Projekten. Jetzt erst kürzlich, außerhalb der Ukraine, eine unabhängige Schule für Journalismus. Nur ein Beispiel genannt von den unzähligen vielen, die ihr macht. Welche Rolle spielt bei euren Projekten Kultur? Eine sehr große. Zunächst einmal, Mercedes, vielen Dank für deine Arbeit der letzten Jahrzehnte, kann man nicht sagen. Es wird fehlen. Und ich hoffe, dass sozusagen, nachdem die Kulturpolitik, das wissen wir alle, in Brüssel so einen schweren Stand hat und nicht eingeschrieben ist in die, wie soll man sagen, in die Realität der Europäischen Union, ist der Kampf um Aufmerksamkeit, um Bedeutsamkeit, aber auch um die Möglichkeiten zu verstehen, die die EU bietet, in Kultur ein wahnsinnig schwieriges Feld. Kultur, ja, was uns halt entgegenkommt, da und dort, ist, dass sozusagen die zunehmende Entwicklung der Politik in Richtung sozusagen autoritäre Strukturen, siehe Ungarn, siehe jetzt auch Slowakei, dazu führt, dass sozusagen alles, was Kultur, ich habe mich immer gefragt, warum ist es, also das Erste, was der Herr Fico in der Slowakei gemacht hat, ist, er hat die Kunsthalle, er hat den Direktor dort geschasst, den Jan Kratochwil, ein wunderbarer Mensch, und beginnt jetzt sozusagen die Kultur zurück, also die Institutionen zurückzuerobern und nach seinen autoritären Vorstellungen zu besetzen, so wie das der Orban schon lange in Ungarn macht. Und ich möchte nur sozusagen, der größere Gedanke, der mir immer auffällt, ist, dass die Attacke auf die Kultur immer eine Attacke gegen die Menschen ist. Ja. Weil das, was die Kultur leistet, ist, dass sie in alle diese Zusammenhänge, in die globalen Entwicklungen, Technologie, immer sozusagen die menschliche Dimension hineinbringt. Weil sie sozusagen nur so überleben kann. Und also autoritäre Situationen können nur überleben, weil sie ja eigentlich eine Politik gegen den Menschen, gegen die Würde, gegen den Respekt, gegen die Gleichheit, gegen die Freiheit entwickeln. Und trifft immer als erstes die Kultur, logisch. Und das ist etwas, das wir manchmal als zu selbstverständlich sehen. Aber in dem Moment, wo sich politisch was verändert, wie wir, die Slowakei ist 70 Kilometer von hier, jetzt das tagtägliche Leben, ist die Attacke als erstes auf die kulturellen Institutionen, Freiheiten, kleinen Initiativen, die sich die letzten Jahre in der Slowakei entwickelt haben. Warum? Warum? Weil die Kultur die Freiheit, die Menschlichkeit, den Respekt, die Würde lebt, repräsentiert, baut, immer wieder neu erarbeitet. Und weil sozusagen diese Brücken, dieses Miteinander, dieses sozusagen sich in Verhältnis bringen, die Sprache, alles, was sozusagen zu einem Menschsein gehört, sich in der Kultur am Ende des Tages versammelt. Und das war unsere Arbeit dann in Ost-, Mittel- und Südosteuropa. In Südosteuropa wiederum ist es mehr, dass der Nationalismus immer noch ein großes Feuer ist, das am Balkan brennt. Und dass es dort auch kulturelle Initiativen wahnsinnig schwer haben, weil sie ja eigentlich dann im Grunde genommen gegen Nationalismus sein müssen, weil sie international denken und international arbeiten.
wahnsinnig schweren Stand haben. Ich kann meine, es gab eine Phase in Serbien, das war eine Phase des Aufbruchs. Dann kam sozusagen der Vucic und es gibt ein wunderbares Haus in Belgrad, das Museum moderner Kunst, Architektur der 60er Jahre, ein Wunder. Das hat eigentlich seit der Vucic da nicht mehr geöffnet. Es wurde renoviert, man hat gesagt, es ist renoviert, eröffnet wurde das nicht mehr gescheit. Also man sieht, dass dann solche Ruinen herumliegen, die eigentlich eine wahnsinnskulturelle Ausstrahlung haben, weil das alles eigentlich sehr kulturell reiche Länder sind. Kulturpolitik ist nicht vorhanden, überhaupt nicht, wird auch als solches gar nicht gepflegt. Das sind meistens Freunde von Oligarchen, die sich selbst dann ein Theater leisten oder so irgendwas. Man kann sich vorstellen, was, oder Sammlungen, ja. Man kann sich vorstellen, was das am Ende des Tages ist. Aber wir haben es einfach in einem großen Teil Mittelost, Südosteuropa mit einer Unprofessionalität und mit einer Gefahr, dass sozusagen der künstlerische Ausdruck und die künstlerische Produktion in der Gesellschaft wahnsinnig viel zu kurz kommt, zu tun. Und das haben wir als unsere Herausforderung verstanden, dem entgegenzuwirken. Und das ist gar nicht so leicht, weil du natürlich sofort dechiffrierbar ist als der böse Westen, das böse Ausland. Da ist auch plötzlich eine Initiative in Jasch, in Ostrumänien ins Leben ruft. Aber wir haben das halt so gemacht, dass wir lokale Strukturen gestärkt haben und im Großen und Ganzen autonome Strukturen überall ins Leben gerufen haben, die eine selbstständige Arbeit entfalten. Trotzdem ist es wahnsinnig schwer. Es ist wirklich schwer. Ich weiß nicht, wer von Ihnen einmal sich die Mühe gemacht hat, nach Bratislava zu fahren. Und ich habe mit Wiener Museumsdirektorinnen und Direktoren immer meine Lieblingsfrage, waren Sie mal da drüben? Ja? Und es ist so weit weg. Es klingt wie Bratislava, mal in Paris schon, London sowieso. Aber es sind nur 70 Kilometer. Und es gibt so wenig Wienerinnen und Wiener, die sich, also außer die einkaufen gehen oder einen Zahnarzt suchen oder keine Ahnung was, die sich wirklich auskennen, was da slowakische Moderne der 60er Jahren in der Architektur ist. Ist so eine unfassbare Glanzleistung, die zu entdecken, ist was Wunderbares. Aber noch einmal, es spielt alles mit, dass wir sozusagen diese Grenzen noch nicht überwunden haben. Wir kennen es nicht, es ist uns fremd. Und das spüren natürlich auch viele Menschen, das spüren auch die Kulturschaffenden. Wahnsinnig schweren Stand. Und die europäische Kulturgeschichte, auch Kunstgeschichte der Nachkriegszeit, ist eine rein westeuropäische. Sie werden vielleicht die eine oder andere, die Abramovic werden Sie finden. Aber sonst eigentlich niemanden. Und das ist eine Schande, weil allein das, was in Jugoslawien da entstanden ist in den 60ern und 70ern, ist großartig. Sie werden es nur in keinem westeuropäischen Museum finden. Und das sind sozusagen so Themen des Selbstbewusstseins und der Arroganz, die wir noch nicht überwunden haben. Und was ich nur sagen wollte, das ist, also das empfinden wir in unserem Team als Auftrag, dem entgegenzuwirken und darauf hinzuweisen, dass wir glauben, dass die Konversation, die Brücke, der Dialog, wechselseitiges Verständnis, Wissen über Geschichte, über Zusammenhänge, über das, was eigentlich 40, 50, 60 Jahre Kommunismus mit den Menschen zum Teil gemacht haben, auch mit der Kunst gemacht haben. Das Interessante ist, dass über Jahrzehnte lang sozusagen auch von den Künstlerinnen und Künstlern Kunst produziert wurde für die Küchen und für die Wohnzimmer. Und ganz kleine Formate, extrem schöne, poetische Dinge, weil es einfach die großen Ausstellungsräume, die waren nicht zugänglich, weil das war Propaganda, die dort stattgefunden hat. Also viele Ausstellungen heißen auch so, Wohnzimmer, Küche, Badezimmer, Schlafzimmer, wunderbare Sachen, die man lesen kann, sozusagen wie die Interpretation damals war. Ich höre auf. Wir kommen noch. Ja, ich behaupte, die Überheblichkeit des Westens ist an die 1000 Jahre alt gegenüber osteuropäischer Wissenschaft, Kultur und Gesellschaft. Aber das ist jetzt, beruht nicht auf Fakten, was ich sage. Paul Schmidt, 91 gegründet, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, begleitet Sie ja den ganzen Prozess der Gesetzgebung,
der Debatten, also er lädt ein zu einer großen Debattenrunde. Ihr seid für den, wie kann ich das am besten sagen, ja, die Integration. Ihr erzählt viel über, was ist möglich, was kann geschehen, was ist geschehen, wo kann die Reise hingehen, auf den unterschiedlichsten Gebieten. Hast du das Gefühl, dass mittlerweile Europa bei den Menschen hier in Österreich überhaupt wirklich angekommen ist? Zum Beispiel kennen wir unsere Vertreter, Vertreterinnen in Brüssel? Ja, okay, man kann sagen, die Frage ist beantwortet. Naja, die wechseln ja immer. Die wechseln ja immer. Kann man nicht immer alle kennen. Man kennt natürlich den Johannes Vogenhuber und die Mercedes Echerer. Naja, also ich möchte auch einmal damit beginnen, dass ich sage, vielen herzlichen Dank für die Einladung. Ich finde es großartig, was ihr gemacht habt. Und wenn die Mercedes anruft, dann kann man nicht Nein sagen, sagt man nicht Nein und kommt. Und ich freue mich sehr, hier zu sein. Ja, kennt man seine Vertreterinnen und seine Vertreter? Wahrscheinlich nein oder nicht ausreichend, sagen wir so, nicht ausreichend. Es ist ja nach wie vor so, dass die nationale Öffentlichkeit den Ton angibt und die europäischen Themen und grenzüberschreitende Themen und Entwicklungen nicht so präsent sind, wie viele von uns gerne hätten, dass sie präsent wären. Aber ich muss ja sagen, also ich mache den Job seit Herbst 2009 und höre immer irrsinnig viel Kritik und Jammern und wir reden viel über Probleme und Skepsis. Und ich glaube, wenn ich kein optimistischer Mensch wäre, dann könnte ich das vielleicht so gar nicht machen. Aber ich bin eigentlich ein sehr positiver Mensch und ich probiere immer das Positive zu sehen und die Weiterentwicklung zu sehen. Und ich glaube schon, dass sich einiges entwickelt hat. Ich glaube, dass auch wahrscheinlich damit zusammenhängt, dass einfach irrsinnig viel passiert ist, irrsinnig viel gleichzeitig passiert. Von einer Krise geht es zur nächsten. Manchmal sind Entwicklungen nicht unbedingt Krisen, obwohl wir sie Krisen nennen, aber diese Überzeichnung gehört auch dazu, ja, und auch dieses Spiel mit Schlagzeilen und Untergangsstimmungen natürlich. Aber all das bringt mehr Kritik, mehr Auseinandersetzung, mehr Bewusstsein, mehr Debatten letztlich darüber. Und das ist eigentlich gut, weil jede Debatte und jedes Gespräch zeigt die Unterschiede und zeigt die Vielfalt. Und irgendwo ist unsere Hoffnung und unser Eindruck bildet sich dann, bei manchen sehr bewusst, bei anderen eher unterbewusst, auch ein Bild heraus und eine Meinung heraus, dass es Themen und Fragen gibt, die man alleine nicht lösen kann. Ja? Vielleicht gibt es viele Herausforderungen, wo man sagt, man würde sie lieber gerne alleine lösen, man würde gerne eine Situation haben, wo man einfach nicht so viel darüber hört, nicht damit konfrontiert wird und lieber den Kopf in den Sand steckt, aber letztlich ist, glaube ich, einer Mehrheit der Bevölkerung auch hierzulande klar, dass die wirklich großen Fragen allein nicht gelöst werden können, man ist nicht damit zufrieden, wie sie gelöst werden, es gibt viel, man stänkert gern, aber auch die Erwartungen sind natürlich sehr hoch, weil das Spiel mit den Erwartungen nach wie vor sehr ausgeprägt ist. Und die Frage ist, kann ich die Erwartungen in diesem Konstrukt und in dieser Komplexität, wie ihr sie ja auch erlebt habt in eurer Arbeit, kann ich diesen Erwartungen gerecht werden? Wenn die Herausforderungen besonders groß sind, muss ich diesen Erwartungen gerecht werden? Oder ich muss mich zumindest den Erwartungen annähern oder ich muss mein Kommunikationserwartungsmanagement anpassen. Lange Rede, kurzer Sinn, also ich glaube, es tut sich hier einiges, auch wenn die Stimmung immer polarisierter ist und immer mehr auf Konfrontation angelegt ist und wenn die Gesellschaft sich in einzelne Gruppen, je stärker die Krisen und je stärker die Betroffenheit ist, je stärker das Misstrauen und die Unzufriedenheit ist, desto polarisierender die Gruppen. Ja, also wir haben diese zwei Drittel, je nachdem, wie wir bei Umfragen fragen, und wir arbeiten viel mit Umfragen, haben wir diese zwei Drittel, ein Drittel in der Gesellschaft, wobei gerade die am skeptischsten und am kritischsten sind, auch am lautesten sind, aber nicht selten die wirkliche Mehrheit, die oft in der Mitte der Gesellschaft ist und sich nicht wirklich artikuliert, die wird selten repräsentiert durch die am lautesten sind. Und das ist eine große Herausforderung, die wir haben, in der Kommunikation und in unserem
in unserer Arbeit und in den Gesprächen und Debatten. Ich könnte noch lange darüber reden, aber ich mache jetzt auch einmal einen Punkt. Eine ganz kurze Frage. Kannst du dich seit 2009 an viele Debatten erinnern, die im weitesten Sinne kulturpolitische Entscheidungen betrifft oder Überlegungen betroffen hat? Nicht genug. Nicht genug. Auf jeden Fall zu wenig. Ich meine, wir sind stark getrieben natürlich von den wirklich großen aktuellen politischen Entwicklungen. Und genauso wie auf den unterschiedlichen anderen Ebenen kommt die Kultur zu kurz. Dazu möchte ich noch einmal festhalten, als ich ging 2004, die letzte Recherche ergab, dass mit urheberrechtlich geschützten Werken der europäische BIP, der Beitrag mit der Wirtschaft von urheberrechtlich geschützten Werken zum BIP 5-7% betrug. Das ist mehr als die Getränke- und Autoherstellerindustrie zusammen. Und maßgeblich verändert hat sich dieser Prozentsatz nicht. Und ich frage mich, warum wir über viele Herausforderungen, viele Debatten führen, aber relativ wenig Debatten, wenn es um etwas geht, das uns letztendlich alle betrifft. Weil alles, was du kommunizierst am Handy, auf deinem Laptop, hat im weitesten Sinn auch etwas mit Kultur zu tun. Und das ist noch offensichtlich bei vielen noch nicht so angekommen. Kein Vorwurf an euch, sondern das ist noch nicht angekommen. Damit leite ich jetzt über zu meinem ehemaligen Herrn Direktor. Ich habe ihn immer so gerufen, es hat ihn wahnsinnig geärgert. Johannes Hockenhofer, wir haben nächtelang über Kulturpolitik diskutiert. Ich war ja damals ein frisch gefangtes Ei. Ich habe nicht einmal einen Gemeinderat von Ihnen vorher gesehen. Und du hast damals etwas gesagt, was mich geprägt hat für die ganze Arbeit, die ich ab da gemacht habe. Kulturpolitik ist das Herzstück des Souveräns. Das wird er nie aufgeben. Und wohin hat das jetzt geführt in den letzten 25 Jahren? Nur damit Sie wissen, mit wem Sie es zu tun haben, sie hat mir schriftliche Fragen mitgeteilt, die nicht. Nur damit sie liebt den Überraschungseffekt. Ich komme darauf zu sprechen, wir haben beide so gewisse Kontinuitäten in unserem Leben, die wir mit Besessenheit verfolgen, daher kann ich mich an den Satz natürlich erinnern und kann auch was dazu sagen. Zuerst bedanke ich mich für die Einladung, und zwar, weil ich einmal sagen darf, was alle sagen, danke. Danke und schon auch mit Trauer und ein bisschen Zorn über diesen Abschied, weil es auch viele unserer Erfahrungen, auch unserer gemeinsamen Erfahrungen betrifft. Ich halte es nicht für entschuldbar, dass die Medien nicht heute Abend nur fehlen, sondern eigentlich im ganzen großen Abenteuer, das du hinter dich gebracht hast, fehlten. Wenn du sagst, Europa ist hier nicht angekommen, ich habe es schon vorher auf dem Balkon so brüsk zurückgewiesen, nein, wir sind nicht in Europa angekommen. Du sagst dann zwar immer, ja, das ist auf Gegenseitigkeit, ist es auch, nur Europa kommt ja auf uns zu, mit vielen Möglichkeiten. Und viele Möglichkeiten könnte ich nennen, die wir einfach ausschlagen. Aus Desinteresse, aus braucht man nicht, Zavos braucht man das. Und daher bin ich ein bisschen kritischer mit diesem Land als vielleicht mit Europa, nicht in diesem Punkt zumindest. Vielen Dank dir auch, dass wir Kollegen waren. Und ich muss sagen, es ist schwer zusammenzufassen und ich will auch nicht die ganze Zeit nur für diese Hymne verbinden, weil du ja Hymnen und Superlative schon Körbeweise hier stehen hast. Aber wenn ich dich zusammenfassen würde, du bist die einzige Künstlerin, die auch als Politikerin erfolgreich war. Und jetzt komme ich an die Grenzen des Genderns, weil du bist nicht die einzige Künstlerin, die als Politikerin erfolgreich war, sondern der einzige Künstler, der als Politiker erfolgreich war. Und das meine ich ganz ernst. Ich habe viele gesehen, wobei
ja, auch Kulturschaffende, auch viele Medienvertreter fühlen sich geradezu, als wären sie im selben Metier unterwegs. Da gibt es keine handwerklich, das machen sie mit links. Und außer sich in der Öffentlichkeit zu platzieren, können sie dort eigentlich zuerst einmal gar nichts. Und ich habe viel Scheitern sehen. Wenn sie zu mir Direktor sagt, war ich immer ein bisschen, weil sie war natürlich auch immer auch spöttisch gemeint, aber nur um ihnen ein Gefühl zu geben, wie das ist, von der Mercedes Direktor genannt zu werden, das ist so wie im Zirkus. Wenn Sie sich eine große Löwin auf dem Podest vorstellen und dann kommt einer, so kleiner, und dann sagt sie, und das ist mein Direktor. Und selbst wenn ich mich vor dem Publikum als Direktor verneigt habe, habe ich immer diesen leichten, heißen Atem der Löwin gespürt, die gesagt hat, und das ist mein Direktor. Ich danke ihr für ihre Besessenheit. Als ich sozusagen noch glaubte, wirklich ihr Direktor zu sein, habe ich ja versucht, unsere Arbeitsbereiche aufzuteilen, die Politikbereiche aufzuteilen, und starrte in ihre kristallinen Augen, und sie sagte, ja, ja, das machen wir so. Und sie machte ihren Weg. Zum Glück habe ich das verstanden, vielleicht auch, weil ich meinen gewählt habe und sehr gut wusste, wir waren uns in diesen Dingen sehr, sehr ähnlich. Was ihr mit den Medien widerfahren ist, ist mir bei der Verfassung und bei den Grundrechten passiert. Wen hat das interessiert, den Verfassungsprozess in Europa, die europäische Demokratie zu entwickeln? Was soll das? Das ist nebenbei erwähnt, der Co-Autor der europäischen Verfassung, der hier sitzt. Aber nur so nebenbei. Und das hat sie einfach nicht interessiert. Und es ging so weit, dass sogar Korrespondenten in Brüssel begeistert waren und Dutzende von Interviews gemacht haben, wenn wir aus den Konventen kamen. Aber es wurde keines gesendet, weil die Chefredaktionen ihnen gesagt haben, Verfassungsprozess, Grundrechte, und so ging es der Mercedes auch, wobei es umgekehrt doch auch der Mercedes so war, dass die in Europa sehr wohl aufmerkten und sehr wohl sagten, wer kommt da aus Österreich? Und da muss man wissen, aus Österreich kommen normalerweise bei einer Kommission oder dem Parlament nur Leute, die für Österreich was wollen. Nicht für Europa. Aber die Arbeit, von der wir da reden, die war für die Künstler und Kulturschaffenden in Finnland, in Spanien, in Sizilien, in Osteuropa. Überall in Europa war das, was sie gemacht hat, wichtig. Und das war aufmerksam, weil wir ja sonst so schlitzohrig verschrien sind, immer so ein bisschen was. Damit komme ich ja zu einer Frage, die du mir mal schriftlich gestellt hast. Wieso, was ist mit Kulturpolitik jenseits der Förderungen? Ja. Ja, danke. Hast du zum Beispiel gesagt, ja, zuerst wollte ich was zu Monet sagen, weil das ist nämlich das Wichtigste. Ich glaube ja, dass Jacques Lang, der war ja ein großer Zitierer, wie fast alle Politiker, und er hat Jean Monnet mit einem Satz zitiert, der nicht nachweisbar war. So schlau war der allemal. Er hat ja nicht begonnen mit dem Aufbau Europas, und er konnte auch nicht noch einmal beginnen, Monet schon. Ja? Was beide, wer immer es gesagt hat, nicht dazu gesagt haben, ist, was, wie machen wir das? Kein Wort. Es gibt also über dieses Zitat hinaus keinen einzigen erläuternden Satz, wie könnte das gelingen mit der Kultur, den Aufbau Europas zu bewerkstelligen. Weil wir ja auch nicht einmal uns einigen können, was Kultur ist. Genau. Ja? Und weil wir ein zutiefst von Natur aus, sind ja Politik und Kultur und Kunst vor allem zwei unverträgliche Daseinsformen. Ja? Darauf müsste man noch Gefäße zu sprechen. Ich möchte nur, um das ja nicht zu vergessen, zu sagen, heute, und deshalb steht er ja da, der Satz, gehört zu den beliebtesten, unbekannten, anonymen Sätzen, die ich kenne. Er wird überall beschworen. Was, wenn er nicht einmal die Frage des Wie und Was beantwortet, was trifft uns so tief? Was ist das Sentiment, das uns da verbindet damit? Interessant, gibt es eine zahlreiche Untersuchungen in Europa, die zum Beispiel ergeben, riesige Umfrage in Europa vom Eurostat, dass die Kultur
die eigentliche europäische Zusammengehörigkeit für die Menschen auf der Straße bedeutet. Es gibt eine große italienische Studie über die europäische Öffentlichkeit, in der der Zugang zu Kultur und Kunst wichtiger eingeschätzt wird, an erster Stelle steht und wichtiger als Jobs und nur von der Gesundheit übertroffen wird. Alle anderen, gegenüber allen anderen Werten wird der freie Zugang zu Kunst und Kultur als oberster Wert bezeichnet, in großen Umfragen. Das heißt, wir können schon ein bisschen ahnen, was da geschieht. Wir haben nur nie eine Antwort gesucht auf das Was und Wie. Und da würde ich sagen, wer heute Europa anschaut, wer heute die Situation anschaut, wir gehen auf grobe Zeiten zu. Und wenn ich es einschränken würde für die Kultur, weniger am Horizont zu sehen, an wirklichen Förderungsmöglichkeiten, da meine ich nicht nur das Geld, sondern vieles darüber hinaus, das wird eine schwierige Zeit, wie in harten Zeiten meistens für die Kultur. Aber der Satz gilt für heute. Wir werden mit dem europäischen Aufbau von vorne anfangen müssen. Jetzt haben wir dieses doch relativ krude Skelett oder sagen wir Rohbau der europäischen Einigung vor uns. Und es fehlt ihm vieles, was nur die Kultur wird leisten können. Vielleicht sollten wir anfangen, darüber zu diskutieren, was der Satz bedeutet und wie wir es bewerkstelligen könnten, mit Kultur den Aufbau Europas noch einmal zu beginnen. Mit einem Europa, das vollständiger ist als damals, aber auch unglaublich bedrängt und bedroht. Und das wird für mich die entscheidende Frage sein. Die Frage, was ist jenseits der Förderungen? Das ist eine wohltuende Frage, Mercedes, aus einem einfachen Grund. Weil in den 30 Jahren, in denen ich mich damit beschäftige, 9 von 10 Menschen zum Thema der Kulturpolitik mich nur gefragt haben, wie sie Förderungstöpfe irgendwie anknappern könnten. Wann immer wir in einer Runde oder einzelne Menschen über die Kulturpolitik gesprochen haben, war die Frage, wie kommen wir eigentlich an Geld heran. Das ist interessant, die Europäische Union hat ein Kulturbudget von 350 Millionen Euro für den ganzen großen Rahmen, Creative and Media und das Mobile Europe. Die Hälfte davon ist, ja, wir sind beim Jahre 2018, jetzt schauen wir uns dann das an. Es ist die großen Programme, alles andere, gut, wir kratzen es zusammen auf, was sagen Sie jetzt? Dann die neuesten Ziffern, 2,4 Milliarden. Ja, über sich, ja. Gut, dass Sie rechtzeitig die Kurve selbst gekriegt haben. Es sind nicht mehr als 400 Millionen pro Jahr. Ja? Das ist nicht einmal so viel wie die Stadt Wien. Gut, ich ende auch einmal da, vielleicht gibt es ja noch eine zweite Runde. Ja. Mercedes, vielen, vielen Dank. Ich denke, das geht so nicht, dass der Abschied. Jeder Mensch, jede Frau, jeder Mann kann einmal sagen, es reicht. Das verstehe ich vollkommen. Aber es muss für jene, die irgendwo sich dafür verantwortlich fühlen, ob sie Dachverbände oder sonst wie heißen, die nicht nur sagen, wir bleiben sie erhalten, sondern die auch was tun dafür. Und da sind alle dazu aufgerufen, das nicht mit einem Begräbnis beenden zu lassen, mit lauter schönen Reden auf Leute, die ja noch leben. Und das mögest du so lange wie nur irgend möglich. Also nur damit es zu keinem Missverständnis kommt, ich habe nicht vor, die Klappe zu halten. Aber institutionell habe ich jetzt einfach 20 Jahre gedient und jetzt müssen es andere machen, jüngere, kraftvolle, junge Menschen, die sich sagen, ich stelle jetzt auch eine gewisse Zeit meines Lebens in den Dienst der Sache, damit wir bessere Rahmenbedingungen haben. Aber dabei möchte ich jetzt nicht picken bleiben. Ich möchte auf diese Metaebene kommen, weil
Wir wissen ja alle, bei Wahlen, egal ob nationale, regionale oder europäische Wahlen, man fotografiert sich, lässt sich gerne abfotografieren mit bekannten Menschen. Viele davon kommen aus der Kunst und der Kultur. Da liebt man sie, Sätze wie diesen, und wird ständig verwendet. Wir wissen, dass Österreich eine Kulturnation ist. Ja, auch das haben wir erfahren. Das wird uns aus den Medien mitgeteilt, weil wir wissen es ja selber nicht. Ich frage mich, ich wünsche mir von euch ein bisschen ein Szenario. Einerseits muss der gesamte Kultursektor in Kooperation mit der Kreativwirtschaft sich weiterhin und vielleicht auch noch mehr bemühen, an den Rahmenbedingungen mitzuarbeiten. Das ist die eine Sache. Die andere Sache ist, wie können wir denn die Bedeutung von Kunst und Kultur und damit auch dieses europäische Projekt besser in die Herzen der Bevölkerung bringen? Wie können wir es schaffen, dass wir nach Bratislava fahren, in die Museen? Wie können wir es schaffen, dass wir Poetry Slammer aus Polen in Bregenz begrüßen und vielleicht auch die Namen aussprechen können? Wie wäre es, wenn wir im Grazer Schauspielhaus die neueste rumänische Dramatik sehen könnten? Vice versa. Aber diese Grenze ist immer noch da. Was würdest du dir jetzt mal akut heute hier und jetzt wünschen? Was wäre etwas, was da einen Millimeter helfen könnte? Wir müssen ja kleine Bausteine suchen. Ich meine jetzt dich, ja. Eine große Herausforderung sehe ich, die nicht sozusagen aus der Kultur kommt, sondern aus der Politik allgemein. Und meine große Angst ist, dass man stärker beginnt, der Kultur eine gewisse Position, einen gewissen Platz zuzuschreiben. Den darf sie haben. Ja. Aber das ist es dann auch. Und in dem Moment, wo Künstlerinnen und Künstler da ein bisschen rausdrängen oder ein bisschen woanders hindrängen, ist es nicht erwünscht. Was reden die damit? Ja. Und ich sehe das wirklich als Gefahr. Das ist so ein bisschen eine neue Marginalisierung, die ein bisschen spürbar ist, die auch medial aus meiner Sicht daherkommt, aber die von der Politik allgemein und von der Gesellschaft an sich auch so gern gelebt wird. Ja. Und man erlebt ja gleich den Aufschrei in dem Moment, wo was berührt wird, was alle berührt, über die Kunst und Kultur, dann ist es gleich eine Aufregung oder ein Skandal oder irgendwas. Weil es ist nur eine Abbildung einer spezifischen Realität in der Interpretation der Künstlerin oder des Künstlers. Und ich glaube, das ist wirklich eine Dynamik, der man entgegenwirken muss. Auch hier? Ja, auch hier, das sage ich. Weil du kriegst einen Platz zugewiesen, ja. Und der ist nett, der ist finanziert und wir finanzieren viel und es ist alles in Ordnung. Aber wehe, die Arena, die sich KünstlerInnen plötzlich erobern, ist eine andere. Und ich glaube, dem muss man entgegenkämpfen. Ich möchte aber was anderes sagen. Ich war 1994, also um die Zeit, wo Österreich der EU beigetreten ist, und diese Volksabstimmung war regelmäßig mit unterschiedlichen Ministerinnen und Ministern im Kulturausschuss. Und ich möchte nur eine Situation erklären, weil ich kann mich ewig daran erinnern und sie ist so zum Lachen, es ist unfassbar. Es gab damals einen sehr engagierten französischen Kulturminister und die französischen Kulturminister sind Etatisten. Das heißt, sie würden am liebsten alles selber finanzieren. Ein französischer Kulturminister, dem gehört alles, so vom Bewusstsein, das ist meins. Ja, Museum, Theater, meins. Das ist französisches Gehör, und er hat einen großen Vorschlag gemacht, die EU sollte jetzt in Zukunft Literatur übersetzen. Ein großes Budget, Übersetzungsprogramme da und dort, und wir müssen unsere Literaturen verstehen. Großes Vorhaben. Daraufhin hat die englische Vertreterin damals, die ein bisschen so die englische Schaumeier war, so vom, ich weiß nicht, wer die Schaumeier kennt, oder eine Erinnerung hat, mit einer großen Tasche, die sie auf den Tisch gestellt hat und gesagt hat, ausahmen, der Monsieur Dubon soll nach England kommen und dann lernt er mal kennen, was wirklich Free Market ist. Ja. Weil wir übersetzen die ganze Zeit und irrsinnig erfolgreich, aber wir brauchen die Franzosen nicht dafür. Worauf der Deutsche sich zu Wort gemeldet hat und gesagt, er kann da jetzt nichts dazu beitragen in dieser Diskussion, weil wir in Deutschland, wir haben keine
Kulturpolitik in dem Sinn, da müsste ich jetzt alle Länder fragen, ob sie denn mit mir den Weg gemeinsam gehen würden, dass wir aus Deutschland hier mit den Franzosen gemeinsam, die einen sehr engagierten Vorschlag machen, auch tatsächlich folgen könnten. Ja. Und dann haben sich die Kleinen, die Belgier, waren ganz dagegen, weil sie sagten, alles, was übersetzt wird, ist vom Französischen ins Flämische. Aber nichts vom Flämischen ins Französische. Die Idee war tot. Ich sage dir, das Kunststück europäischer Gemeinsamkeit ist sozusagen, dass man die Flächen und die Formen findet, wo, und es ist halt, Kultur ist halt auch ein Stück nationale Repräsentation, wir wissen es, und die Budgets sind national, alle, und es sind unsere Häuser, unsere Institutionen funktionieren sollen, dass sie repräsentieren. Heldenplatz wird am Burgtheater gerade wieder aufgehört, geht nur am Burgtheater, kann man in Hamburg nicht spielen, oder? Also das wird keiner verstehen. Das heißt, es hat was, dass es sozusagen Identität erzeugt. Und Identität zu teilen ist was vom Schwierigsten. Und die Europäer haben sich aufgemacht, nach 1945 genau das zu tun. Sie haben halt die EGKS gegründet, die Europäische Gemeinschaft für Kohle und Stahl. Sie haben nicht gegründet die Europäische Gemeinschaft für Kultur und Sprache. Das wäre dieselbe Abkürzung. Aber das hat ja auch einen Sinn gehabt, dass man sich wechselseitig kontrolliert, die Ökonomien im Griff hat, damit nicht irgendein Vollidiot wieder auf die Idee kommen könnte, Rüstungsindustrie aufzubauen und den anderen einfach zu überfallen. Was wir jetzt ja traurigerweise wieder erleben. Aber ich sage, Kulturpolitik reicht natürlich ins Soziale, weil wir vorhin kurz geredet haben. Ich weiß nicht, die Stadt Wien hat hervorragende Kulturpolitik, aber hier hat sie eine scheiß Architektur. Und wir können einmal gern spazieren in dieser Stadt, welche Verbrechen hier permanent begangen werden. Und wenn Sie mal die Chance haben, in Kopenhagen zu sein, nach Barcelona zu fahren und sehen, wie Stadtentwicklung funktioniert, dann werden Sie nach Wien zurückkommen und nur noch weinen. Aber das ist Gestaltung einer Stadt, das ist Kulturpolitik im ureigentlichen Sinn, weil sie Identität schafft. Ihr erlebt es bei mir ums Eck gerade wieder, was hier vernichtet und zerstört wird, an gewachsener Struktur auf der einen Seite und wie mies die Architektur ist. Und es ist eine Mafia, das wissen wir, die in Wien baut. Es ist nachzulesen überall, aber sie baut immer noch. Und ich sage nur, Kulturpolitik muss ausreichen. Also sie muss sozusagen hinausgehen, sie muss sozusagen die Felder erobern, die erobert gehören, weil dort Qualität des Miteinander entsteht. Ja? Und weil dort die Räume sind, die am Ende des Tages für uns kreativ wirken. Und ich glaube, dass das am Punkt ist, ich komme auf mein Anfangsstatement zurück, die Tendenz ist eher da, das Spielfeld der Kultur zu verkleinern, zuzuteilen, mit der Botschaft, bleibt dort wird es zeugt, aber seid still. Und das ist ganz gefährlich, weil wir sozusagen dann das, was Kultur eigentlich leisten kann, und was sie für unsere Gesellschaft, man muss sich nur wegdenken, sozusagen die Institutionen, die in Wien entstanden sind, über die letzten 200 Jahre. Ja. Und die Herrschaften manchmal an ihre Gründungsurkunden erinnern. Gesellschaft der Musikfreunde zum Beispiel war sozusagen ein total aufklärerisches, modernes Bild, wie man Musik vermittelt. Heute ist es halt sozusagen der Musikverein, eine eher geschlossene Institution. Aber wollte es nur sagen, mein Punkt ist, und da warst du auch eine Kämpferin, du hast auch dafür geleistet, dass diese Gebiete oder diese öffentlichen Rayons für die Kultur erkämpft und erobert werden müssen, in dem Sinn, den wir vertreten. Das komme ich ein bisschen zum Anfangsstatement zurück, dass wir glauben, dass eine kulturell reiche Gesellschaft die menschlichere Gesellschaft am Ende des Tages ist. Paul. Wie war die Frage? Geht an alle drei. Was glaubst du oder was wünschst du dir, dass hier und jetzt ein Bausteinchen wäre, um Europa mehr in den Herzen, in der Bevölkerung zu verankern und zu verstehen, was das bedeutet, wenn wir uns nicht auch jeder Einzelne persönlich ein bisschen einbringen? Ja, gute Frage, sehr gute Frage. Ich glaube, ein Stück in die richtige Richtung wäre, wenn wir alle lernen würden, uns
in die Situation von anderen hineinzuversetzen. Ich glaube, dass das ganz wichtig ist, Neugierde am Fremden, um über den Tellerrand zu schauen. So wie du das ja oft gemacht hast in all deinen Produktionen, auch Geschichten zu erzählen. Ich glaube, dass man mit Geschichten sehr weit kommt, weil das Erlebnisse, Erfahrungen sind, die nicht abstrakt sind, die einen zum Nachdenken, zum Schmunzeln anregen, und das macht dann einfach auch mehr Spaß, und dann ist das Verständnis füreinander ein anderes, glaube ich. Und auch diese Geschichten sind wichtig, weil sie die Vielfalt, glaube ich, spielerisch darstellen und weil sie den Mensch in den Mittelpunkt rücken. Also da gibt es ganz viele Beispiele dafür. Ja? Also, allein aus meiner Familie, meine Frau ist Spanierin und kommt aus einem schwierigen Bezirk in Madrid, viel Migration. Und zu der Zeit, wo sie dort aufgewachsen ist, waren das vor allem Nordafrikaner und Marokkaner, die ein ganz schlechtes Image gehabt haben. Ja? So wie bei uns möglicherweise Rumänien und Bulgarien. Und vielleicht hat das ja auch einiges damit zu tun, dass es dieses innenpolitisch motivierte Veto dann gibt, weil Rumänien und Bulgarien, was weiß man schon darüber, außer die Vorurteile, die man hat, es sei denn, man kennt jemanden, der vielleicht das doch widerlegt. Und in ihrem Fall in Spanien, im Haus, sie haben eine marokkanische Familie als Nachbarn gehabt, die ganz, ganz lieb waren und die besten Freunde wurden und die besten Nachbarn wurden, und wo dann sich das Bild der Familie auch ganz anders entwickelt hat, als vielleicht die Vorurteile, die auf der Straße sind. Ja? Anderes Beispiel, weil du Bratislava genannt hast, ganz, ganz gutes Beispiel, glaube ich, sehr treffend. Ich kann mich erinnern, wir hatten bei unserer Arbeit sehr, sehr viele Umfragen, wo wir einfach abgefragt haben, wie beliebt oder unbeliebt sind potenzielle Beitrittskandidaten zur Europäischen Union. Und da war natürlich der Beitrittskandidat Albanien war an der ganz, ganz ein Schlusslicht. Und die Albaner haben dann auch immer gefragt, okay, und danke für die Daten, aber was machen wir jetzt? Ja? Und dann haben wir halt irgendwie auch ein Brainstorming gemacht, was sind so die Ideen, die man machen kann. Und dann war ich in Bratislava und habe einem slowakischen Kollegen das erzählt, und der hat gesagt, was regen die sich auf? Albanien hat zumindest ein Image. Wir als Slowakei, eine Stunde entfernt, wir kommen gern und sehen euch Österreicher eigentlich als Vorbild, nur für euch sind wir nicht einmal auf der Landkarte. Ja? Zu Hause, und da hat er natürlich einen wirklich guten Punkt gehabt, weil wenn man sich die Zahlen anschauen würde, wie viele Leute aus Wien nach Bratislava pilgern und vice versa, dann ist das eine einseitige Geschichte. Ja? Also, und ich glaube, es ist auch oft eine riesige Übersetzungstätigkeit bei den Geschichten, die man erzählt. Ich kann mich an eine andere Sache erinnern, Linz, 2006, EU-Ratspräsidentschaft, Konferenz, und am Abend war irgendwie ein Empfang, großes Abendessen, alle sehr international, aber dann waren auch einige dabei, die Deutsch verstanden haben, und dann hat die Landtagspräsidentin dort eine Begrüßungsrede gehalten, und sie hat eine Übersetzung gehabt, und es war eine sehr britische Übersetzung, und sie hat so begonnen, dass sie gesagt hat, Oberösterreich, ein Land voller Bauern. Und der Übersetzer hat gesagt, der britische Übersetzer hat gesagt, Upper Austria, a land full of agricultural richness. Und die beide Sprachen verstanden haben, haben irgendwie irrsinnig zu lachen begonnen, weil sie irgendwie das Gefühl hatten, der die wirkliche Rede hält, ist eigentlich der Übersetzer. Den müssen wir zuhören. Ja? Der hat was zum Sagen, der kann das wirklich interpretieren und umsetzen. Also 100.000 Geschichten von Begegnungen, und ich glaube, so kommt man eigentlich weiter. Ja? Also Mensch im Mittelpunkt, und der Versuch, sich in andere hineinzuversetzen. Und da hilft ja die Kultur wirklich ein großes Stück mit zu verstehen, dass man auch anders sein kann und dass Anderssein auch gut sein kann und dass diese Vielfalt ist eigentlich das, was uns ausmacht. Ja? Und ich glaube, da müssen wir einfach mehr erzählen und mehr drängen, dass diese Geschichten erzählt werden und auch mehr kommunizieren. Also ich glaube, das ist einmal ganz, ganz entscheidend, um einfach uns alle gegenseitig besser kennenzulernen und besser zu verstehen. Was hast du da in der Hand? Ja, ich habe
Ich habe da in der Hand habe ich da ein Buch, das haben wir vor 3 Jahren publiziert, das heißt 30 Ideen für Europa. Und die Mercedes hat da einen Beitrag geschrieben, den ich heute noch einmal gelesen habe und wahrscheinlich heute besser verstanden habe als vor 3 Jahren. Aber ich finde den total gut und alles, was ich jetzt gesagt habe, findet sich in diesem Beitrag. Er hat nicht entziffern können. Ja. Sie sagt zum Beispiel, im Spiegel der Vielfalt der Kulturen erkennen wir uns selbst und einander. Besser kann man es nicht sagen. Jeder Satz von wo habe ich das gestohlen, weiß ich nicht mehr. Danke, Johannes, Herr Direktor. Es muss sein. Ja, Löwin. Noch einmal zum Souverän und zu diesem Satz zurückzukehren. Eine der großen Auseinandersetzungen in Europa war die Frage, wer ist souverän? In den Verträgen sind es die Völker und die Staaten, nachdem die Völker aber kein Akteur, kein Subjekt sind, sind es die Staaten. Und wir wollten das, und in meinem Verfassungsentwurf zum Beispiel, aber in großen Auseinandersetzungen im Konvent, beginnen lassen mit wir, die Bürgerinnen und Bürger Europas, gründen. Und ihre Staaten, gründen die Europäische Union. Kaum ein Satz, der auf so eine erbitterte Gegenwehr gestoßen ist als dieser und einer, mit dem wir auch gescheitert sind. Das muss man wissen, wenn man die Stellung der Regierung und der Politik in Europa betrachtet und das Verhältnis von Nationalismus zu Europa. Das, was sie nicht wollten, um keinen Preis der Welt, war, dass die Union eine Union der Bürgerinnen und Bürger Europas ist. Und bevor das nicht geschieht, wird die Kultur eine Sache des nationalen Souveräns bleiben. Und erst wenn es uns gelingt, Europa durch ihre Bürgerinnen und Bürger gründen zu lassen, neu gründen zu lassen, dann werden wir auch einen Souverän für die Kultur haben. Bis dorthin müssen wir mit dem von dir vorgeschlagenen Baustellen und konkreten Projekten weitermachen. Nur, ich wollte nur noch einmal auch aufzeigen, wie die Politik, das geht ja seit Jahrhunderten und Jahrtausenden, sind ja wie Feuer und Wasser. Ja? Das sind nicht zwei Zwillinge, das sind nicht zwei Lieben, das ist nicht ein Liebespaar, sondern das ist ein in tiefen, unaufhebbaren Kämpfen befasste zwei große Akteure der Geschichte. Ich will es einmal ganz prägnant, wie ich es erlebt habe, zu sagen. Und ich nehme dafür die Kunst, weil sie das Innerste, der Brennofen der Kultur ist, weil sie das Erdinnere der Kultur ist und sehr oft vernachlässigt wird durch den Kulturbetrieb. Da müsste man übrigens, um heute häufig vollständig sein, zumindest den Markt einmal auch nennen, der noch viel tyrannischer und viel ausbeuterischer und machtgeiler ist gegenüber der Kultur als die Politik. Aber die Politik in ihrer Natur, in ihrer Grundaufgabe, ordnet, normiert, hegt ein die Wirklichkeit. Die Norm und dann auch das Normale, das hat sogar die Frau Mikl-Leitner mitgekriegt, dass das dann irgendwo mit der Norm zusammenhängt. Wenn alle die Norm akzeptieren, sind wir alle normal. Das ist ein Sehnsuchtsort der Politik. Zu regeln, zu normieren, zu ordnen. Zu bemächtigen, sich der Realität zu bemächtigen. Die Kunst befreit die Realität, bringt sie zur Geltung, kittelt sie noch heraus, wo es spielt da keine Rolle, ob Mehrheit, Minderheit, ob viele oder wenige, dass, wenn es ein Teil der Realität ist, wird es beschworen, wird es in seiner eigenen Geltung ans Licht gebracht. Das widerspricht dem permanenten Ordnen wollen und regulieren und normieren, wenn dauernd schon wieder ein Zipfelchen dort rausschaut und schon wieder kommt da was und jetzt hat man gedacht, da eine Norm gefunden zu haben, mit der alle zufrieden sind, blub, gehen die Hände schon hoch. Nein, ich nicht, mir nicht. Ich lebe ganz anders. Ich will ganz anders leben. Das sind also zwei Umgangsformen mit Wirklichkeit, die nur schwer verträglich sind. Jetzt für die Kunst, die und die Kultur, die weiß natürlich genau, dass die Politik mit Macht operiert.
Das heißt, es wird versucht, sie zu unterwerfen, sie zu instrumentalisieren. Es ist ein bisschen so wie die Grünen mit den NGOs. Jedes Mal, wenn die Grünen herzlich und freundlich zu einer Bürgerinitiative sind, bricht dort die panische Angst aus, es geht eh nur um die Vereinnahmung. Weiß jeder, der mit diesen Dingen zu tun hat, wer nicht damit umgehen kann, ist verloren. Er wird die Unterstützung von Bürgerinitiativen nicht kriegen. Gut, und jetzt, was kann man konkret tun? Ja, Himmel, Herrgott, noch einmal. Eine Idee ist nicht tot, weil eine blöde Engländerin sagt, ja, das passt gar nicht. Nein, eh nicht, ja, aber das ändert. Sie sind bei Europa noch immer dabei. Und sie sind immer noch ein Partner und sie sind immer noch etwas, was wir gewinnen sollten. Sonst sind nämlich die Folgen auch ziemlich groß. Aber diese Engländer hat leicht reden. Die hofft ja nur darauf, dass alles ins Englische übersetzt wird. Und als neue Lingua Franca ist ja das alles recht. Die Franzosen, die immer noch darauf vertrauen, dass, wenn das kommt, alles aus dem Französischen in alle Sprachen übersetzt wird, hat es auch noch relativ einfach. Die sagt halt ja dazu. Weil sie glaubt ja nicht, dass die litauischen Texte wirklich je ins Französische finden würden. Also, der Eco, Umberto Eco, hat einmal einen klugen Satz gesagt: Die Sprache Europas ist die Übersetzung. Das ist der Punkt. Und wenn wir aufhören, einander, und da meine ich jetzt gar nicht nur die Sprache, das Europäische Parlament war eine einzige Übersetzungsarbeit. Nicht nur von 23 Sprachen, sondern von permanenter Vorstellung, was verstehen die Engländer unter Föderalismus? Das Gegenteil von uns. Worum geht es hier? Und diese Übersetzungsarbeit, das ist Basiskulturarbeit, und diese Übersetzung würde ich einmal groß schreiben. Sonst werden uns nicht nur die Sprachen verloren gehen, sondern wir werden immer ärmer werden. Dann werden die Leute sagen, ja okay, dann lernt es Englisch, dann braucht es keinen Tucholsky mehr lesen. Auf Englisch gibt es nicht. Also, wir müssen Übersetzungsprogramme haben, im großen Maßstab. Das betrifft auch die Frage der Solidarität. Die großen Staaten übersetzen relativ viel. In Deutschland kannst du, obwohl ich schon merke, dass es Lücken gibt. Wenn man den modernen Diskurs verfolgt, merkt man, dass es plötzlich was nicht im Deutschen gibt oder nicht im Französischen gibt. Also aufpassen, da geht ein Reißverschluss auf. Also Übersetzungen, dann die Frage der Ausbildung. Da wird auch niemand was dazu, warum gibt es keine europäischen Kunstuniversitäten? Es gibt europäische Universitäten, zum Beispiel in Florenz, aber, oder in Brügge, oder, aber keine Kunstuniversitäten. Die Ausbildung von Kulturschaffenden, von Künstlern, von Kritikern, von was weiß ich alles, einmal wirklich anzugehen und da auf europäischer Ebene. Die Kunst ist ja europäisch, war ja immer europäisch. Der El Greco war ja kein Grieche, sondern ein Spanier. Und die Flamen haben in der Toskana gelernt und die Toskaner in der Renaissance haben von den Flamen gelernt und umgekehrt. Und all das, die Kunst ist immer schon europäisch gewesen. Nur die reale Verschränkung, die alles so schwer macht, die alles so mühsam macht, die alles nur über Generationen möglich macht, was eigentlich live in einem Leben zu haben wäre, dass man heute auch dann eine Pension kriegt, wenn man ein paar Jahre dort oder da als Künstler, nicht als Angestellter, da kriegt man es eh, sondern als Künstler gearbeitet hat. Wo ist die soziale Sicherheit der Künstler, Kulturschaffenden, Künstlerinnen in Europa? Wo denn? Es gibt weder im Bereich der Krankenversicherungen, Pensionsversicherungen, in all diesen Bereichen irgendetwas wirklich Brauchbares. Ja, das haben wir mindestens. Ja, wir haben angefangen damit. Ja, seit 2018. Ja, die Solo-Selbstständigkeit ist jetzt auf einem guten Weg. Ja. Da ist was passiert, aber nicht genug. Das stimmt. Ja, und so könnte man Kulturprojekte, auf die wir uns sowieso einigen können. Dass das alles nicht geht, ist ja die erste Zollstation, an die man gelangt. Landwirtschaft konnte nicht europäisch funktionieren, weil ja der Permafrost in Finnland, da hat ja, haben ja die Sizilianer gesagt, ihr habt es ja nicht alle, mit der sizilianischen Landwirtschaft zu vergleichen. Und trotzdem haben die gemeinsame Interessen, ökologische, wirtschaftliche etc.
der rechtliche Schutz der Künstler. Ein Herzensthema und ein Herzenserfolg. Aber wo passiert das wirklich? Der Markt gewinnt eine Bedeutung, die überhaupt noch nie da war. Wir leben in einem globalen Markt, der wie ein Raubtier ist. Die 1,5 Milliarden, zu der jetzt Apple verurteilt wurde, gestern oder vorgestern, das ist ein Bruchteil seiner Portokasse. Die sind 2,6 Billionen Dollar wert am amerikanischen Aktienmarkt. Das ist mehr als alle europäischen Aktiengesellschaften zusammen. Ein Unternehmen. Was glauben Sie, wie da mutiert der Begriff der Macht? Und was haben wir da an Demokratie gegenüberzusetzen? Und da muss ich sagen, also ohne eine europäische Demokratie aufzubauen, die wirklich nicht nur die Ratsfürsten zusammenspannt, ja, und jedem Nationalstaat ein Vetorecht und jedem eine separate Zuständigkeit, werden wir das nicht schaffen. Wir haben einen ganz weiten Weg. Ich finde, der Satz da steht für die nächsten 30 Jahre. Vielen Dank. Ich könnte stundenlang mit euch diskutieren, das werden wir auch bei einem Glas Rotwein dann noch vertiefen. Du wolltest jetzt unbedingt etwas ganz Wichtiges noch zum Johannes oder seiner These unbedingt sagen. Unbedingt ganz wichtig. Nein, eigentlich ein Punkt, den ich vorher noch auch anbringen wollte, weil auch das Stichwort Ausbildung gefallen ist. Ich glaube, um deine Frage zu beantworten, was man tun soll, um das Verständnis auch füreinander zu verbessern, ist, man muss der Bildung einen anderen Stellenwert geben, glaube ich. Und gerade auch den Schulen einen anderen Stellenwert geben, den Lehrern und Lehrerinnen einen anderen Stellenwert geben. Es ist so viel Potenzial an kultureller Vielfalt in den Klassenzimmern, dass das negativ behaftet ist. Alle sagen, das ist ein großer Nachteil. Und es ist eigentlich ein Schatz an Geschichten und ein Schatz an Vielfalt, den wir heben könnten, aber anscheinend nicht heben wollen oder nicht die Mittel zur Verfügung stellen und nicht ausreichend Ressourcen zur Verfügung stellen, um den zu heben. Ich glaube, das ist etwas, wenn wir uns da verbessern würden, und da haben wir keine 30 Jahre Zeit, dann hilft uns das auf allen Ebenen. Das wollte ich noch sagen. Danke dir dafür. Und was ich aus euren drei Statements mitnehme, und das hoffe ich, ist auch im Raum so angekommen, lassen Sie uns über Europa reden. Mit Menschen, die wir vielleicht nicht so gut kennen, mit Menschen aus anderen Branchen, hören wir zu, was andere sagen, stellen wir die Fragen, suchen wir Antworten, nicht nur auf dem einfachsten Weg. Es gibt da auch immer noch sowas wie, man kann in die Nationalbibliothek gehen, zum Beispiel. Also reden wir über Europa. Und bevor wir jetzt dann gleich zum Wein greifen dürfen, ein herzliches Danke. Ich freue mich wirklich, dass ihr drei sofort zugesagt habt und wie gesagt, wir werden beim Glas Rot oder Weißwein noch viele Nächte diskutieren, zu und über und mit Europa. Musik